Anne Wünsche kauft Likes, Kommentare und Follower. Und Follower und ihre Kreditkarte, ihre eigene Kreditkarte geht sogar hoch. Was Anne Wünsche da getan hat, ist ganz klar, die hat beschissen. Also die hat richtig, die hat betrogen. Also das ist Betrügen. Wenn man Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Obwohl ich echt sagen muss, dass das ein sehr, sehr komischer Anfang ist. Obwohl es ja mein normaler Anfang ist. Aber die aktuelle Situation ist irgendwie total schwierig. Und auch das Video, was ich jetzt hier mache, war eigentlich alles so nicht geplant. Ich denke mal, es ist jetzt an der Zeit, Klartext zu reden. Ich glaube, ihr habt sicherlich mitbekommen, was so in den letzten vergangenen Wochen so alles vorgefallen ist. Ich meine, die Presse hat so viel berichtet und ich glaube, es gibt keine Presse, die nicht davon berichtet hat. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es mich die letzten Wochen kalt gelassen hat und dass ich damit echt nicht zu kämpfen hatte. Ich glaube, man hat das auch teilweise gesehen. Ich war offline tagelang und hoffe, dass jetzt wirklich mal so ein langsam damit ein Ende kommt, also so ein bisschen Ruhe einkehrt. Die Vorwürfe von einem sehr, sehr bekannten Comedian, ich glaube, den Namen muss ich nicht sagen, alle, die die Pressemitteilungen gelesen haben, die wissen, um wen es geht. Wenn jemand in seiner Position Vorwürfe gegen jemand anderes macht, öffentlich, ist es sehr, sehr schwer, dagegen anzukommen. Der Vorwurf gegen mich war, ich habe Follower gekauft, ich habe Herzchen gekauft, ich habe Kommentare gekauft, ich mache Kindervermarktung und ich bin eigentlich keine gute Mutter, beziehungsweise weil meine Kinder halt in der Öffentlichkeit sind. Und da gibt es halt sehr, sehr krasse Vorwürfe gegen mich. Erstmal gehe ich auf das Thema Kindervermarktung ein. Ich sehe Fehler ein. Nicht alles, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, ist richtig. Ich habe aber nie irgendwie böse Absichten gehabt. Meine Absicht oder meine Intention war nie gewesen, Geld mit meinen Kindern zu verdienen, sondern ich habe Spaß daran gehabt oder ich habe immer noch Spaß daran, meine Community mit in mein Privatleben zu nehmen. Und da gehören einfach meine Kinder mit dazu. Also meine Kinder sind mein Leben und ich nehme euch mit in mein Leben. Ja, ich bin sehr naiv, das gebe ich auch voll und ehrlich zu. Und ja, mit dieser Kritik kann ich auch umgehen und mit dieser Kritik bin ich auch umgegangen. Also ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Uns hat es allen irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Firma kommt und sagt, hey, ich finde den Kanal von deiner Tochter richtig cool und ich würde wollen, dass sie das Spielzeug vielleicht präsentiert, dann hab nicht wirklich ich was davon, sondern mein Kind. Und irgendwie war ich dann auch so stolz drauf und ja, ich habe es wie gesagt nicht böse gemeint. Ich habe einfach es vielleicht zu naiv gesehen. Diesen Fehler haben wir jetzt rückgängig gemacht. Also diese Kanäle existieren nicht mehr von meinen Kindern. Sie wird auch nicht mehr beim Management angezeigt, sondern halt wirklich nur ich. Ich werde in Zukunft bei Vlogs auch darauf achten, dass ich mehr im Fokus stehe. Also sie ganz raushalten, das werde ich nicht machen. Aber ich werde mich mehr in den Fokus setzen, nicht die Kinder. Genauso wie bei Stories. Ich glaube, es haben auch schon einige mitbekommen, dass man mehr mein Gesicht sieht als irgendwie die Kinder. Und das wird auch so bleiben, dass halt einfach ich mehr im Fokus stehe und nicht mehr so auf die Kamera, auf die Kinder gehalten wird. Klar, es wird immer wieder mal vorkommen, aber ich werde auch da versuchen, Situationen wie zum Beispiel beim Essen einfach rauszuhalten. In Badesachen werden sie nicht gezeigt, sie werden nicht weinend gezeigt und, und. Also ich habe mir da schon wirklich Gedanken darüber gemacht, weil ich es auch einfach gesagt habe, dass ich ständig beim Jugendamt angezeigt wurde. Ich bin keine schlechte Mutter, nur weil ich meine Kinder mit in die Öffentlichkeit nehme. Ich tue alles für meine Kinder, ich versuche ihnen alles zu ermöglichen. Meiner Meinung nach gebe ich als Mutter wirklich mein Bestes, ohne mich selbst dabei zu verlieren. Und ich sehe es halt einfach nicht ein, mich weiter beim Jugendamt von anonymen Personen anschwärzen zu lassen. Ich glaube, da passt auch der Satz ganz gut, den Kari mir den einen Tag gesagt hat. Ich fand den sehr, sehr gut. Er meinte zu mir, Anne, wenn du jetzt eine Person hast, eine von deinen Personen, die dich hassen, die dich kritisieren, die dich runterziehen, wenn du dich mit denen treffen würdest und du würdest dich mit denen hinsetzen und diese Person würde von ihrem Leben erzählen. Ich wette, dir das auch einiges an deren Leben auszusetzen. Aber die Leute denken halt immer, sie seien perfekt und kritisieren dich. Ich fand den Satz wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr treffend. Klar gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht cool finde, die Freunde von mir machen, die teilweise meine Familie macht. Aber deswegen ist doch das Leben nicht schlecht, wenn es denen gefällt, so wie sie es machen. Es gibt kein Regelbuch für die perfekte Familie, für das perfekte Leben. Jeder soll das so leben, wie er gerne leben würde. Das unterstreiche ich einfach tausendfach bei mir. Kommen wir zum zweiten Vorwurf. Ich hätte meine Follower und Likes gekauft. Ich habe es nie getan. Es ist eine Sache, damit haben mich so viele Leute beschimpft und beleidigt. Ich wurde als Fake abgestempelt, als nicht mehr glaubwürdig. Es gibt so krasse Wörter, die möchte ich jetzt, glaube ich, in dem Video nicht sagen, weil ich dann Angst habe, dass es gesperrt wird. Ich musste echt die letzten Wochen krasse Nachrichten einstecken für eine Sache, die ich niemals getan habe. Und dann gibt, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen, aber wenn wirklich tausende Leute mit
bösen Nachrichten auf einen einprasseln, fühlt es sich einfach an, als hättest du die ganze Welt gegen dich. Und das fühlt sich wirklich so an. Du fühlst dich schlecht, du fühlst dich ganz auf den Boden gedrückt, du kommst nicht mehr hoch. Es ist einfach alles, du weißt überhaupt nicht, wie du damit umgehen sollst. Und dir wird einfach alles viel zu viel. Und ich hatte Tage hier, da ging es mir echt schlecht. Ich lag entweder den ganzen Tag wirklich hier in meinem Bett oder auf dem Sofa. Meistens war ich an diesen Tagen auch offline, weil ich einfach nicht wusste, was ich hätte posten sollen. Ich hatte auch nicht mehr die Kraft dazu, irgendwas zu posten. Und so tun, als würde es mir gut gehen. Und schlecht wollte ich mir jetzt auch nicht vor der Kamera zeigen. Also es war wirklich sehr, sehr hart. Und an dem Tag, als ich gepostet habe, wo ich geheult habe, als mir wirklich alles zu nahe ging, wo es dann einfach so alles nur rausgeschossen kam, wurde danach mit einem Podcast wieder gesagt, ich sei die größte Lügnerin und die größte Schauspielerin und die Tränen seien auch nicht echt gewesen. Anne Wünsche und deine Freundin lächerlich. Dass du eine schlechte Schauspielerin bist, hast du ja bei Berlin Tag und Nacht bewiesen. Ja gut, weinen kann sie gut. Jan hat uns gesagt, die kann auf Knopfdruck weinen. Das kennt er schon. Jan Like hat gesagt, hey Amira, ich habe mit dir zusammengearbeitet. Die Frau kann auf Knopfdruck weinen. Genau. Und ihr seht ja schon, was das für eine Lügnerin ist. Wir haben die Videos ja noch gezeigt, wie sie gesagt hat, warum sollte ich Kommentare kaufen? Leute, ich würde sowas niemals machen. Und wir sitzen da und haben die Belege, Leute. Das ist doch... Da seht ihr ja mal, wie eiskalt diese sind. Also egal, was ich gemacht habe, es wurde wieder gegen mich geschossen. Und ich wurde wieder runtergetreten. Ich war schon unten und ich wurde nochmal runtergetreten. Und das ist so ein krasses Gefühl. Ich kann dieses Gefühl nicht erklären. Es ist so erdrückend und es fühlt sich so auswegslos an. Aussichtslos. Auswegslos. Also es würde man nicht mehr rauskommen. Es wird egal, was du machst, du hast einfach keine Chance gegen eine Lüge. Es würde man vom Anwalt sitzen und für Mord angeklagt werden und die Beweise einfach sagen, ja hier, du warst es, aber du selber weißt, du warst es nicht. Du warst nicht mal beim Tatort. Und trotzdem wird gesagt, du warst es, du musst dafür einbuchten und dafür die Strafe bekommen. Und so hat sich das ungefähr angefühlt. Es war echt nicht einfach. Und es ist immer noch nicht einfach, weil ich ja immer noch solche Nachrichten bekomme. Wie gesagt, ich hatte einfach null Chance gegen diesen Menschen, aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich einfach mal wehre und deswegen drehe ich auch dieses Video hier. Ich stehe immer noch dazu, ich habe nichts getan von diesem Vorwurf, von dieser Lüge, die mir vorgeworfen wird. Ich habe weder nicht ein einziges Mal, während ich mit Instagram zu tun habe oder mit YouTube oder sonstiges, ich mache das jetzt seit 2011 kontinuierlich und steigend. Und nicht ein einziges Mal habe ich mir Kommentare, Herzchen, Follower oder sonstiges gekauft. Niemals in meinem Leben. Ich habe mir wirklich einen Anwalt genommen. Ich habe oftmals gesagt, ich nehme mir jetzt einfach einen Anwalt und habe mich oft von einem Anwalt beraten lassen, aber ich habe nie einen Anwalt eingesetzt und bin rechtlich gegen vorgegangen. Das habe ich nie gemacht. Das ist mein allererstes Mal. Das ist meine erste Erfahrung. Aber diesmal ist es wirklich etwas, wo ich sagen muss, ich komme sonst anders nicht raus ohne die Hilfe von einem Anwalt. In diesem Sinne wirklich ganz großes Danke an meinen Anwalt, Stefan Mate. Er hat mir so viel geholfen. Er hat sich wirklich stundenlang rangesetzt, auch mitten in der Nacht hat er weitergearbeitet und hat recherchiert und hat mir einfach geholfen und ja, ich würde ihm jetzt das Wort einfach mal überlassen. Er wird sich so ein paar Sachen erklären. Er wird auch Beweise zeigen, dass ich einfach recht habe. Aber ich glaube, anders kommt man aus dieser Nummer einfach nicht raus, weil die Gegenseite ja immer sagt, hier, guck mal, die lügt. Und jetzt sage ich mal, guck mal, ich lüge nämlich nicht. Stefan, das Wort geht an dich. Hallo, meine Mandantin Anne Wünsche bat mich, etwas zu der Thematik Pocher zu sagen, zum Fall aus anwaltlicher Sicht, was ich gerne tue. Für mich als Anwalt ist das auch kein normaler Fall. Einige tun das ab und sagen, ach, da streiten sich zwei Promis. Ich finde da schon mehr dran. Da geht es nämlich darum, wie Fake News entstehen, was im Moment ein ganz großes Thema ist, was ich als Medienanwalt mit Sorge betrachte. Die Anne Wünsche, die wurde da von Pocher in den Videos ordentlich angegangen, die braucht Hilfe. Ich habe gesagt, ja, höre ich mir an. Habe mit dem Manager von Anne gesprochen. Er zeigte mir dann auch, was inzwischen geschehen war, nämlich, dass die Pocher-Videos sich total geändert hatten. Er hatte eine richtige Hetzkampagne gegen Influencer draus gemacht, was auch ich nicht prickelnd fand, wenn ich ehrlich bin. Ey, wie viel Scheiß voll diese Influencer voll fick Scheiß Trottel. Ich werde sie wirklich alle ankacken. Ich verstehe es nicht. Entfolgt diesen dummen Scheißfressen. Ich mache euch alle tot. Ernsthaft. Ich kann nicht mehr, ey. Wenn es der Virus nicht macht, dann mache ich's. Der Anne Wünsche warf der Pocher konkret vor, Follower und Likes für ihre Instagram-Kommentare gekauft zu haben, insbesondere am 24. April 2020 96.500 sogenannte Emoji-Hearts-Kommentare für ein Gewinnspiel. Sie soll also ihre Follower und Likes-Daten manipuliert haben durch zusätzlichen Kauf. Dazu legte Pocher einen angeblichen Kontoauszug vor, hier habe ich einen Ausdruck, der belegen sollte, dass mit einer DKB-Mastercard, wo die E-Mail-Adresse von der Anne Wünsche angegeben war, dieser Kauf über die 96.500 Kommentare getätigt worden war. Dieser
Kontoauszug. So Pocher sei ihm vom Betreiber eines Portals im Internet zugespielt worden, bei dem man solche Follower-Likes kaufen könne. Die Mandantin Anne Wünsche sagte, ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kenne keinen, der das war. Ich habe keinen beauftragt. Ich habe gar keine Kreditkarte, soweit ich weiß. Zumindest keine bei der DKB. Ich habe das nicht gemacht. Ich würde mich ja wohl daran erinnern. Der klare Auftrag für mich also war, mit allen rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen, dass Pocher so etwas behauptet. Hier auf diesem Auszug gibt es als Inhaber der Kreditkarte nur eine E-Mail-Adresse, das ist mir neu. Normalerweise würde ich da einen normalen Namen, also Anne Wünsche vermuten, steht aber nur eine E-Mail-Adresse drin. Die Adresse gar nicht. Dann denke ich, das war ein Gewinnspiel, wofür diese Kommentare gekauft wurden, was sie selbst veranstaltet hat. Wo ist da der Nutzen, wenn sie ihr eigenes Gewinnspiel mit Kommentaren übersehen, so mal jeder gleich sehen kann, dass die Fakes sind. Das sind ja immer wieder dieselben. 96.500 Mal. Bam. Also macht ja gar keinen Sinn. Das sieht jeder sofort. Und dann in so einer Phase, wo der Pocher sie auf dem Kieker hatte, da dann gerade in der Zeit so einen riesen Kauf zu tätigen für ein Gewinnspiel, wo ich keinen wirtschaftlichen Effekt davon habe. Nun ist es immer schwer, etwas zu beweisen, was man nicht getan hat. Dann hat mich da noch was stutzig gemacht. Oder zwei Sachen vielmehr. Warum kriegt Pocher nun gerade in dem Moment etwas zugespielt gegen Anne Wünsche, wo er es am dringendsten braucht? Und warum spielt der Betreiber eines Portals, der ja auf seiner Seite Diskretion zusichert, denn man will ja nicht, dass auffliegt, dass man Follower gekauft hat, wenn man dort bei ihm etwas kauft, warum haut der das denn raus? Gegen jeden Datenschutz, gegen alles. Das ergibt auch wenig Sinn für mich. Nichtsdestotrotz will ich als Anwalt immer ganz sicher gehen. Ich habe dann gedacht, was können wir denn noch machen, um neutrale Beweise zu kriegen? Ich habe dann mir überlegt, ich schreibe die DKB an und frage, ob Anne da ein Konto hat. Das habe ich getan. Nur leider war die ein bisschen zäh und bis wir da Antwort kriegten, das dauerte. Wir haben dann erstmal eine Abmahnung an Pocher geschickt, weil wir uns sicher waren und gesagt, hier, lass das bitte, unterzeichne eine Unterlassungserklärung und hör auf damit. Er gab keine Unterlassungserklärung ab. Zwischenzeitlich hatten wir dann eine Bestätigung der DKB, die uns eindeutig schrieb, dass sie überhaupt gar keine Geschäftsbeziehung mit Anne Wünsche hatte. Also kann sie da gar keine Kreditkarte gehabt haben. Entsprechend reichten wir dann einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Hamburg ein und die wurde auch sofort erlassen. Man muss nämlich wissen, der, der etwas behauptet, muss das auch beweisen können. Und Pochers einziger Beweis, den er ja so feierlich präsentiert hatte, war in sich zusammengefallen durch die Bestätigung der DKB. So, man hätte ja erwarten können, dass Pocher dann einsieht, etwas falsch gemacht, sich entschuldigt oder vielleicht zumindest es richtig stellt. Stattdessen kam eine Einladung von der Produktionsfirma von Pochers TV-Show an Anne Wünsche, die sie fragte, ob sie nicht Lust hätte, bei einer Aussprache im Fernsehen in Form einer Show in einem Fitnessstudio, wo die beiden gegeneinander antreten und irgendwelche Spielchen machen, mitzumachen. Zum Glück sagte sie nein. So, dann kam des Dramas zweiter Akt. Ende letzter Woche veröffentlichten Pocher und seine Frau einen Podcast, wiederholten die Beschuldigungen gegen Anne Wünsche und gingen auch auf mich als Anwalt persönlich los. So betitelte Pocher mich etwa als Gurkenanwalt. Sehr nett. Ich bin also ein Gurkenanwalt. Für einen Anwalt ist es allerdings das beste Lob, was man bekommen kann, wenn der Gegner versucht, einen schlecht zu reden. Denn das zeigt, dass das, was man tut, Wirkung entfaltet. So, dann kamen die Pochers zum eigentlichen Vorwurf, gegenüber Anne Wünsche natürlich. Diese hätte alle belogen, die Presse, das Gericht, die einstweilige Verfügung sei zu Unrecht ergangen. Die Pochers hätten die Wahrheit gesagt, sie hätten ganz viele Beweise dafür. 27 Seiten liegen auf deren Tisch. Das hörten wir am nächsten Morgen und dachten, was können die meinen? Anne war es nicht. Was kann da noch so sein? Was tut man dann? Man ruft bei Gericht an und fragt erstmal, ist da eigentlich schon Widerspruch eingelegt worden? Das ist nämlich das, was ein Anwalt tut, wenn er meint, eine einstweilige Verfügung ist zu Unrecht ergangen. Er legt Widerspruch ein, dann kommt es zur mündlichen Verhandlung vor Gericht, das wird alles geklärt. Bisher kein Widerspruch. Komisch. Aber es hatte sich eine unbeteiligte dritte Partei beim Gericht gemeldet. Und diese habe ganz viele Unterlagen vorgelegt. Hier sind sie. Was ist das? Tatsächlich hat sich dieser Inhaber dieses Shops, der diese Follower und Likes verkauft, gemeldet und gibt dort an, dass neben diesem angeblichen Emoji-Kauf vom April Anne Wünsche schon in den letzten 2 Jahren 2 weitere Male was bei ihm gekauft hätte. Nämlich einmal, ich muss mal eben schauen, damit ich nichts falsch sage, 50.000 Follower im Oktober 2018 und ein weiteres Mal 10.000 Likes im September 2019. Und da wird man dann als Anwalt natürlich schon wieder hellhörig. Das sind ja genau die Vorwürfe, die Pocher erhebt. Likes und Follower. Und genau dafür kriegt er jetzt wieder die Beweise von einem ominösen Dritten zugespielt. Komisch. Derjenige, da muss ich wieder schauen, um nichts Falsches zu sagen, konnte dafür sogar angebliche Nachweise, deswegen sind das so viele Seiten vorlegen, nämlich Zahlungsabwicklung mit derselben Kreditkarte, die es ja gar nicht gibt, Rechnung auf die Privatadresse von Anne Wünsche. Er hat sogar eine Melderegisterauskunft beigelegt, woraus sich ergibt, dass Anne Wünsche unter dieser Adresse tatsächlich derzeit wohnt. Und E-Mail-Verkehr aus dem Oktober 2018, wo Anne Wünsche unter ihrer E-Mail-Adresse von gekauften Followern spricht und irgendwas hatte dann nicht geklappt. Das legt er alles vor. Könnte aus Pochers Sicht kaum schöner sein und daher ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich gucke mir diese Beweise dann näher an. Was mache ich zuerst? Derjenige, der die geschickt hat, wer ist das überhaupt? Ich google den. Das wäre mal ein guter erster Schritt. Sowas sollte eigentlich auch Pocher mal tun, bevor er sowas raushaut. Was finde ich da? Ich finde ganz schnell, dass die Person, die diesen Shop betreibt, im Sommer 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin kurz genannt, angegangen wurde,
Bill und ihm wurde ein bestimmtes Geschäft untersagt, da er wahrheitswidrig behauptet hat, dass BaFin habe ihn positiv geprüft. Also, er hat die Unwahrheit erzählt. Schon mal nicht so gut für einen Zeugen, wenn er schon mal in so einer großen Sache gelogen hat. Okay. Er ist dann auch noch, finde ich, auf der anderen Seite IT-Sicherheitsexperte und Programmierer, der also weiß, wie man mit solchen Daten umgeht. Und dann finde ich im Internet auch noch Betrugsvorwürfe. Ob die nun stimmen, weiß ich nicht. Als Anwalt gehe ich da möglichst neutral ran. Bei mir gehen dann aber die roten Lampen an und sagen, also wenn das mein Zeuge wäre, würde ich sagen, oha, da müssen wir nochmal genauer gucken, weil das klingt alles nicht so gut. Ich gehe dann wieder an die Fakten ran. Also, der gute Mann sagt, oder zeigt Rechnung, die er geschickt hat für diese Follower und Likes kauft. Komisch. Die gehen an der Adresse, wo Anne heute wohnt. Richtig. Eine Wohnermeldeamtsauskunft, die wohnt da. Hat er beigefügt. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er selbst nicht wusste, wo sie wohnt. Der Witz, als diese Käufe getätigt wurden, diese Rechnung verschickt wurden, wohnte sie da noch gar nicht. Mietvertrag, alte Wohnung, Mietvertrag, neue Wohnung. In der neuen Wohnung, die jetzt da angegeben ist, wohnt sie erst, oder der Mietvertrag besteht erst seit dem 1. Oktober 2019. Wenn sie seit Oktober 2019 da erst wohnt, wie können dann im Oktober 2018 und im September 2019 Rechnungen an die Adresse gegangen sein, die sie gar nicht kannte zu jedem Zeitpunkt? Aha. Der Betreiber dieses Portals behauptet dann, Anne Wünsche habe ihm anlässlich dieser Käufe in den Jahren 2018, 2019 E-Mails geschrieben. Eine hier zum Beispiel liest sich ganz toll, passt genau. Hallo Ina, die gekauften Follower reduzieren sich leider tagtäglich. Was genau ist der Grund dafür? Liebe Grüße Anne von der E-Mail-Adresse annewünsche.info@gmail.com. Geschrieben am 22. Oktober 2018. Felsenfester Beweis, Anne Wünsche hat schon im Oktober 2018 E-Mails geschrieben über gekaufte Follower. Das Problem bei der Sache, zu diesem Zeitpunkt bestand die E-Mail-Adresse noch gar nicht. Die hat sich Anne Wünsche nämlich erst ein Jahr später, im Oktober letzten Jahres, geholt. Das haben wir rausgefunden, relativ schnell. Ich habe hier die Bestätigung von der Mitarbeiterin, die das damals für sie angelegt hat. Hier deine neue E-Mail-Adresse, Passwort sowieso, ändere das bitte, wenn du Zeit hast, lade das runter und so weiter. Also, auf den Rechnungen ist eine Adresse angegeben, die es zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung noch gar nicht gab. Beziehungsweise gab sie, aber Anne wohnte da nicht. Es werden E-Mails vorgelegt aus einer Zeit, wo die E-Mail-Adresse noch gar nicht bestand. Das zerfällt alles zu Staub. Nach alledem ist die derzeitige Einschätzung, dass diese Beweismittel schlicht gefälscht sind. Ich weiß es nicht genau, wir können es nicht sagen, aber der Verdacht drängt sich einfach auf. Deswegen sind wir auch schon dabei, Strafanzeige gegen diesen Portalbetreiber einzureichen, wegen Urkundenfälschung und Prozessbetrug. Wir wollen Oliver Pocher nichts unterstellen, aber im Best Case war er einfach ziemlich naiv und ist einem Schwindler aufgesessen, hat nicht richtig geschaut und einfach geglaubt, weil es so schön passte. Wenn nun die Beweise, die neuen Beweise, wiederum nicht das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind, dann sollte sich auch ein Herr Pocher überlegen, ob das, was er da macht, nicht vielleicht einfach völlig in die falsche Richtung läuft und er mal genauer prüfen sollte, bevor er sowas raushaut. Wir gehen daher davon aus, dass in der TV-Show etwas zu diesem Vorwurf kommt und diese angeblichen Beweise geliefert werden, obwohl die nichts wert sind. So, ich hoffe nun nach all dem, dass Herr Pocher und auch seine Frau, die da ja mitmacht, muss man ja ehrlich sagen, die machen es ja zusammen und sagen, wir haben rausgefunden und wir haben Beweise, dass die nun wirklich einmal selbstkritisch gucken, ist das alles okay, wie das gelaufen ist? Sollte man sich als selbsternannter investigativer Journalist nicht etwas tiefer in die Materie einarbeiten? Sollte man den Betroffenen nicht vorher fragen, bevor man was vor ein Millionenpublikum raushaut? Ich hoffe, da kommt es endlich zur Einsicht und dann kann man über die anderen Punkte auch gerne reden. So, meine Lieben, jetzt nochmal ein Schlusswort von mir. Ich hoffe, auch das Video von meinem Anwalt hat euch irgendwie die Augen geöffnet. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass einfach diese ganzen negativen Kommentare und Nachrichten weniger werden. Was ich nochmal sagen möchte, ich habe nichts dagegen, wenn irgendjemand öffentlich eine Meinung gegen mich hat und die nicht gerade positiv ist. Ich habe damit wirklich kein Problem. Ich kann mit Kritik, wie jetzt mit den Kindern, kann ich damit, ich höre mir das an. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger, aber ich überarbeite das dann schon. Das kommt dann schon in den Kopf und dann rattert es auch in mir. Ich habe damit kein Problem. Jeder kann seine Meinung sagen. Es gibt Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist auch alles völlig in Ordnung, aber mit dieser Lüge, und deswegen bin ich auch zum Anwalt gegangen, diese Lüge hat sich einfach verbreitet wie Buschfeuer. Das war der krasseste Shitstorm. Ich habe schon immer irgendwo eine leichte Höhe vom Shitstorm, weil ich halt, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, normal bin. Also nicht ein perfektes Leben zeige, sondern eigentlich ein normales Leben zeige und mein Leben nicht für Instagram und YouTube gestalte, sondern YouTube und Instagram in mein Leben mitnehme und es ist halt einfach mal so. Ich bin so, wie ich bin und das zeige ich halt auch. Aber wenn halt einfach eine Lüge öffentlich verbreitet wird, dann möchte ich mich einfach dagegen auch wehren können und das habe ich jetzt getan und viele haben mir dennoch nicht geglaubt und es kamen immer wieder neue Fake-Beweise, deswegen hier ein offizielles Video. Ich habe nicht gelogen. Eine Sache muss ich noch sagen, ich muss nochmal ein ganz, ganz großes Danke sagen, denn es gab jetzt nicht nur Negatives auf meinem Kanal, sondern ich habe auch ganz, ganz viele positive Nachrichten bekommen. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken. Es gibt so viele Menschen unter euch, die haben mir geglaubt. Die standen trotzdem hinter mir. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken, weil die haben mir so viel Kraft gegeben. Wirklich ganz, ganz, ganz großes Dank an euch.
Ich glaube, sonst hätte ich das nicht so überstanden. Und jetzt beende ich aber wirklich das Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hab euch ganz so lieb. Eure Anne Wünsche. Bye, bye.